Also wir haben, wie man da unten an der Lore schon sehen kann, eine U-Bahn gebaut, die ins Industrieviertel geht. Und die wollen wir dann auch jetzt gleich mal benutzen, um halt ins Industrieviertel zu kommen. Ach Gott. Und hier haben wir halt eine große, breite U-Bahn gebaut, die bis hinter ins Industrieviertel geht. Ist ziemlich lange und weil das jetzt zu lang dauern würde, fliege ich einfach mal hin, weil man da schneller ist. Ja, toll. Da war der unsichtbare Passant. Spannend. Boah, Alter, die Mausempfindlichkeit ist so scheiße niedrig. Und dann kommt man halt im Industrieviertel raus. Und da ist halt hier die Schwebebahn, die wir auch mit in unser Viertel integriert haben. Hier ist ein Bürogebäude für die Firmen, die hier im Industriegebäude ansässig sind. Die haben hier halt ihr Büro. Da gibt es dann oben halt Einzelbüros, aber auch so hier so ein ganz normales Einzelbüro ist hier zum Beispiel. Mit Computer, Bild und noch ein paar Regalen. Und dann haben wir aber auch zwei Büros, wo viele Leute zusammen sind und zusammenarbeiten und sich absprechen können. Und das ist halt eins von denen. Ja, und oben drüber ist noch das andere und da gibt es auch noch eine Karte halt von der ganzen Stadt, aber die ist veraltet. Was uns auch sehr wichtig war, ist halt die Energieerzeugung. Deshalb haben wir hier obendrauf Solarplatten für das Gebäude. Hier drüben einen großen Windpark, wo aber halt nicht nur Windräder drin sind, sondern da drüben, wie man sehen kann, auch Solar ein bisschen. Und hier drüben haben wir noch eine Biogasanlage, alles zum Strom produzieren halt. Hier drüben haben wir die Ziegel- und Tonfabrik, die stellt halt ganz viel, die stellt halt Ziegel und Ton zum Bauen von Häusern her. Das wird halt hier hinten gebrannt im Ofen. Und hier vorne kommen dann halt die fertigen Ziegelsteine raus. Und ja. Hier ist ein Parkhaus, damit die Arbeiter eben hier auch parken können. Und ja, und dann haben wir hier auch noch zwei Parks gebaut, damit man sich eben, wenn man einen harten Tag hatte oder in der Mittagspause, kann man sich hier eben ausruhen. Und dann ist hier noch ein Feld, hier wird was angebaut, was dann für die Biogasanlage da hinten benutzt wird. Das war's. Und dann haben wir die Kiste noch. Hier haben wir also das Klärwerk der ganzen Stadt. Naja, ihr wisst, wofür das geeignet ist. Hier haben wir noch eine separate Feuerwehr, eine etwas kleinere als die andere im Bildungsviertel. Die ist halt für die ganzen Fabriken, wenn halt irgendwas abfackelt dort, dass das dann alles genutzt werden kann. Hier ist die Kundeninformation. Ja, hallo, also ich bin Pyroman. Hier ist die Garage für die ganzen Fahrzeuge. Das ist so.
Hier und hier. Hier. So, jetzt fertig. Und jetzt sind wir hier in dem Wohnraum der Feuerwehrleute. Hier ist ihre Uniform und hier ist eben das Disco-Schaf. Damit ihr eben auch mal tanzen könnt zu dem Schaf. Ja. Und hier draußen haben wir noch ein paar Wohnhäuser gemacht, obwohl das ja eigentlich nicht zu unserem Stadtgebiet mit dazugehört. Aber wir dachten uns, dass es auch nicht schlecht wäre, wenn ein paar Leute gleich in der Nähe von ihrer Arbeit wohnen und nicht so einen langen Weg zur Arbeit haben, weil im Industrieviertel sind halt schon recht viele Leute angestellt und wenn die dann alle vom Wohnviertel, das am anderen Ende der Stadt liegt, kommen müssen, das wäre auch ziemlich anstrengend und stressig. Dann gibt es außerdem Stau oder so. Und die Autos, die wir haben, die werden hier an der Tankstelle mit Strom betankt. Und die Lampen, die produzieren halt ihren Strom selber für sich. Ja. Das war's.